Und wo fangen wir an? Ah, okay, das ist sehr schön. Aber ich glaube, jetzt haben wir auch wieder volle Magie. Ja, natürlich. Und jetzt kriegt er einen Ass-Kick von Mickey Mouse. Magic Mickey Mouse. Bam. Bam. Scheiße. Drecksviech. Nimm das. Niemand legt sich mit Magic Mickey an. Scheiße, da kann ich ihn ja gar nicht treffen. Bam, Alter. Und was? Mehr hält er nicht aus. Was für ein Schlappschwanz. Und weiter geht's. Wo führt uns dieser? Ah, der Weg führt uns zurück. Jaha! Da, wo wir unbedingt hin wollten. Oh mein Gott! Mini, du bist so gut! Ich komme, ich komme! Okay, der war lame. Nein! Wo willst du hin? Wo willst du hin? Denn es macht jetzt keinen... Nein! Sinn! Komm runter, mein Freund! Endlich! Obwohl wir keine Freunde sind. Hahaha. Oh, er stirbt dadurch. Ist das Wasser so kalt? Verdammt! Komm runter, Blocky! Ich wette, ich werde jetzt einfach gegen die Decke gequetscht. Nein, aber ich weiß jetzt, wo ich lang muss. Okay, ich muss doch erst nach oben. Komm, komm. Okay. Jetzt komm runter! Und hüpf. Und upstairs. Und nimm das. Tod. Und dahin. Und ja, ich kann auf dem Kopf von Carlo, Kater Carlo landen. Auf geht's nach oben. Oh mein Gott, nein! Ah, das hat geklappt, alles klar. Nein! 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 Wieso geht er auch automatisch in diesen hässlichen Mund? Ey, wenn wir ihn jetzt nochmal bekämpfen müssen, ne? Was zur Hölle? Wieso? Wieso passiert sowas mir? Komm her. Bitteschön. Treffer Nummer 1. Treffer Nummer 2. Oh, wow, das war knapp. Bams. Scheiße. Treffer Nummer 3. Treffer Nummer 4 und das war's. Und Kostüm wechseln. Ah ne, wir brauchen sowieso den Feuerwehr. Feuerwehr, Mickey! Und hier lang. Komm, geh. Danke. Und da kommen wir erneut aus dem Mund von Kater Carlo. Und da unten liegt natürlich kein Wasser mehr. Und was sollten wir ohne Wasser noch machen in diesem Level? Dann wären wir total verzweifelt und könnten nicht weiterspielen. Aber was kümmert's die Entwickler? Hier, nimm das. Du musst weiter nach da. Okay, das ist schön. So, nicht runterfallen. Wenn du jetzt runterfallst, dann schrei ich. So. Und ich wette, dort oben ist jetzt der dritte von diesen drei Spasten. Oh, haha. Was für ein toller Gegner. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Welchen Weg soll ich gehen? Links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts? Ich nehme rechts. Und? Es sieht gefährlich aus. Es ist aber falsch, nehme ich an. Okay, ich nehme mir mal... Oh, ja, klar. Nimm das. Ah, verdammte Scheiße. Nimm das. Und das. Und diesen auch noch. Tod. Und die Gerechtigkeit siegt. Die Gerechtigkeit in Form einer Maus. Komm, weiter. Schön. Erneut durch Kater Carlos Mund. Und ich hätte doch links nehmen sollen. Manu. Was? Was geht hier ab? Achso, das ist nur ein weiteres Level. Geht hier irgendwas ab? Geht hier... Wow.
Oh, das geht ja ab, alles klar. Oh ja, toll. Was ist... Ah, okay, das verletzt mich. Was tust du, was tust du? Ich... Au. Natürlich, ich habe seinen Fuß berührt. Und der hat so gestunken, dass Mickey gestorben ist. So. Kommt, ihr Drecksgeister. Kann ich ihn treffen, wenn ich hier unten stehe? Nein. Wo muss ich ihn denn überhaupt treffen? Nein. Was zur Hölle? Was? Ah, die muss ich kaputt machen, okay. So, was hast du jetzt vor? Ah, doch, ich kann ihn treffen. Aber nur, wenn er nicht gerade seine Zauber macht. Na, verdammt, und ich hab nur 3 Leben. Und natürlich wird er mich jetzt zermalmen. Oder er wird einfach seine Steine von hinten auf mich losschicken. Ich sollte vielleicht auf der anderen Seite des Raumes bleiben. Zieh dich um, Mickey, ganz schnell. Zu Magic Mickey, Uri Mickey, Uri Geller Mickey. Lade deinen Finger auf. Bam! Bam! Mach deine Finger da weg, komm. Na, verdammt. Okay. Bam! Na, fuck! Was kommt jetzt? Ach, scheiße. Ey! Was? Das ist so fies, ey. Oh, geil. Was ist das? Toll. Okay. Mann! Nimm den. Oh, scheiße. Und erneut. Okay, das sieht noch ganz... Was hat er jetzt vor? Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber das kannst du öfters machen. Das ist nämlich nicht so hart. Bitte keine Pottfledermäuse. Und das sind Pottfledermäuse. Kommt runter. Jawohl, alle 3 auf einmal. Ach, schade. Komm, wie viele Hits hältst du noch aus? Du dicker Mann. Jawohl, geschafft. Und das Spiel ist geschafft, hoffe ich. Ich hoffe, dass das der letzte Endgegner war. Und es war der letzte Endgegner, außer es ist jetzt Mario und gleich kommt irgendein Pilz und sagt uns, wir sind im falschen Schloss. Nein. Es ist wirklich Pluto. Lass uns nach Hause gehen, Pluto. Denn ich habe dich gerettet. Und gleich erscheint Mario hinter ihm. Oh, das falsche Schloss. Oh, ist das nicht schön. Und da liegen sie zu Hause im Bett und freuen sich. Und da kommt Donald. Und er will wieder spielen. So, dass der Ball irgendwo hinfliegt und Pluto auf einmal auch verschwunden ist. Oh, die ganze Sache muss wohl ein Traum gewesen sein. Ja. Schön. Oh, ich bin noch ein bisschen müde. Oh, my way. Donald. Ich hoffe, ich habe das gerade richtig vorgelesen. Und damit sind wir anscheinend wieder auf dem Anfangsscreen. Screen. Nein, es ist der Endscreen. Mit allen Entwicklern und allen Leuten, die dafür Geld gekriegt haben, dass es dieses Spiel gibt. Ja, halt meine zweite LP jetzt. Fertig und schön. So, und jetzt werde ich mal gucken, was ich danach mache. Aber ich denke mal, die Breath of Fire-Reihe und wahrscheinlich noch andere kleine Projekte daneben und dazwischen. Vielleicht die Mega Man-Reihe dazwischen. Bin ich mir aber nicht sicher. Aber ich sag jetzt erstmal, ich bin draußen wie Schnee. Bis dann. Euer Rufus.